Schlachtfeld der Ewigkeit. Ah, Battlefield of Eternity. Und damit willkommen zurück zur nächsten Folge in dieser Aufnahmesession. Wir sind relativ weit unten. Schauen wir mal. James Rayner macht hier Sinn, ihn ein bisschen zu spielen. Wir werden aber vorher, glaube ich, erst einmal schauen, was die Herrschaftszeiten da picken wollen. Gucken wir mal. Li Ming macht hier natürlich auch Sinn. Wir werden ein neues Schicksal schmieden. Wir brauchen einen starken Solo-Laner. Ita, leite meinen Pfad. Ich bin bereit. Dieses Reich braucht mich. Ich will mir überlegen, ob ich Muradin gehe. Nur der Sieg zählt. Ich bin Arthas. Frostgram hungert. Die Jagd ist eröffnet.
Schauen wir mal. Wir spielen Arthas. Puh, das könnte schwierig werden. Lange nicht mehr gespielt, den guten. Ich werde euch zum Sieg für euch erwarten. Macht euch bereit, wenn ihr könnt. Natürlich. So, ich gehe Toplane mit Arthas und dann werden wir... Die Schlacht beginnt endlich. 10 Sekunden. Ewiger 5, Hunger, wenn wir spielen. 4, 3, 2, 1. Leg diese Welt in Schutt und Asche. Gucken, wen sie hochschicken werden. Es wird sehr wahrscheinlich Atanes sein. Noch sind da unten nur. Schon kein Mana mehr. So, ich geh mal back. 6 Decks haben wir schon. Nur der Tod wird dich meinen Klauen entreißen, Engel. Welt, ein Talent. Doppelkill. Wie beeindruckend. Der Tag. Manchmal ist die Krankheit die Keine. Ja, das sieht jetzt ganz gut aus. Ich wusste, das würde schnell gehen. Diese Welt wird ein Ende finden. Schürt euren Zorn. Beeilung, Sterbliche! Ich stürme die Tore des Himmels!
zerschmettert. Fuck! Eurem Leben und übt eure Rache. Ah, ich hab den Schaden von dem Tauern abbekommen. Ich dachte, ich bin da noch safe. War leider nicht so. Schade. Mein Zorn ist keineswegs besänftigt. Ah, wir haben die 12 Ticks. Ich kann jetzt auch weiter unten weiter stacken. Wir werden definitiv die Army gehen. Wir können aber auch Syndragusa gehen. Wir gucken mal. Wir werden, glaube ich, die Army gehen, um mehr Damage raus, Outpost zu holen. Jetzt sind wir, dass wir hier gerade das Camp machen. Das müssen sie defenden. Eure Bemühungen sind vergeblich. Unara unten. Ich werde das Camp schnell mitnehmen. Wir sind hier jetzt zu dritt. In meiner Macht stand auch ein Helm. Zurück. Verschwinde! Ein guter Tod. Doppelkill. Wie beeindruckend. Ewige Pein wird euch erwarten. Ein weiteres Gast für die Geißel. Ich werde mal unten noch weiter reinpushen. Stetiger Veränderung. Genau wie ich. Hilfe. Naja, wir haben es geschafft. Unlucky, dass wir dann noch gestorben sind, aber es war natürlich klar, dass ich irgendwann den ETC ins Gesicht bekommen werde. Ach ja. Wir werden... noch mehr Slow brauchen wir nicht. Den Schaden können wir mitnehmen. Beißende Kälte spielen als nächstes. Ah, sie ist tot. Nein, sie kommt weg. What? So sei es. Ich werde nicht ruhen, bis das Licht der Himmel erloschen ist. Diese Welt wird ein Ende finden.
Meister, Helden. Ach, Marianne. Der endlose Krieg bricht über euch herein. Hilft mir, Knecht. Was Verzweiflung wirklich bedeutet. Ausgezeichnet. Setz diesen Helden außer Gefecht. Komm, verschwinde! Dass die Liming halt immer wieder stirbt, ey. Jetzt werdet ich verweile niemals zu lange am gleichen Ort. Müssen mehr auf die Backline achten. Oh, die finden. Mein Ulti ist leider raus. Jungen sind vergeblich. Ich geh mal zum Brunnen. Ich hab Army wieder. Ach, kann ich gar nicht. Ewige Pein wird euch erwarten. Verschwinde! Doppelkill. Für jemanden wie mich. Dreifachkill. Vierfachkill. Weiß. Schön gemacht von Liming. Ich hatte wirklich gar nichts mehr. Nur zwei automatische Angriffe. Euch lieb und teuer ist, Engel. Endlich. Ausgezeichnet. Hingerichtet. Eine ausgezeichnete Teamleistung. Ich werde zurückkehren.
durch den Himmel werden fallen. Der Sieg ist unser. Ah, der Karasin, wenn der jetzt noch stirbt. Ja, wir sollten das Camp machen, um mehr Pressure zu bekommen. Schade. Seht euch zurück! In der Tat. Ich bin safe hier. Der Engel ist bald zurück. Reiß ihn in Stücke. Zieht diese Söldner ein. Ja, die müssen oben defenden. Ich muss mehr auf die Backline achten, wenn der Butcher reingeht. Werden unaufhaltsamer tot spielen, damit die auch gar nicht mehr wegkommen. Gegen so viel Melee ist der Arthas natürlich mega geil. Nochmal zusammenraufen und das irgendwie gebacken bekommen. Soldat für die Geißel. Na, das haben wir gewonnen. Nice! Sieg. MVP.
Das war ein relativ cooles Spiel. Da hat der Arthas mal gefruchtet gegen so viel Melee. Aber da, das Gegnerteam extremst vor Problemen gestellt. Bin sehr zufrieden mit dem Arthas. Der Varian hat hier auch einen guten Job gemacht. Die Baller hat ein bisschen wenig Schaden gemacht, aber die hat auch Angst vor dem Butcher gehabt. Der Butcher-Pick war wieder mal sehr, sehr doof hier auf der Map. Ansonsten, ja. Spiel souverän gewonnen, mehr oder weniger. Ich hätte hier wahrscheinlich auch Syndragosa spielen können, um noch mehr zu slowen. Aber ich denke, das war schon so okay. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Tschüss.